Hi, heute gibt es die Bio-Box für, ich glaube, den Monat März. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das die Beauty and Care und ich war schon relativ gespannt, wobei ich sagen muss, dass die Food and Drink immer mein persönlicher Liebling ist, weil ich ein bisschen verfressen bin. Aber das macht nichts. Wir gucken jetzt in den Karton rein und ja, schauen wir mal. Das Thema ist hier Frühlingserwachen. Was immer das heißen mag. Also heute war es extrem warm, als ich draußen war. Die Flyer gucke ich mir nicht an. Bevor ich weiter abschweife, kommen wir zu den Produkten, die in der Box waren. Oben drauf habe ich einmal eine Luvos Heilerde Soft Peeling Maske gehabt. Und da ich die Luvos Masken bislang alle vertragen habe, finde ich das ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil ich, als ich mal mich mit Luvos ein bisschen mehr beschäftigt habe, und gesehen habe, dass es diese Maske gibt, dass ich die mir wirklich kaufen wollte, ich sie aber nirgendwo gefunden habe, weswegen ich es ziemlich cool finde, dass hier eine drin ist. Ja, ziemlich coole Sache das. Und ich gucke mal, glaube ich, auf die Preise. Die würde so 1,29 € kosten. Dann war hier etwas drinne von Benecos und da war schon mal so ein Baked Eyeshadow drinne. Und ich benutze noch nicht mal den alten wirklich viel, weil die Farbe zwar Schönes, aber irgendwie nicht zu mir passt. Und ich, die Farbe so an für sich, das ist so ein komisches Beige-Braun gewesen. Es hat irgendwie nicht so gut auf meiner Haut ausgesehen. Ähnlich ist es leider wahrscheinlich mit dieser Farbe. Das ist die Farbe Amazing. Ich kann euch die mal von nahen zeigen, wenn ich das Ding hier aufkriege. Die würden mit 2,8 Gramm 4,49 € kosten. Also ich habe schon mal gesehen, dass Benicos nicht ganz so teuer ist, aber gut. Hier in der Kamera finde ich, sieht er doch extrem so türkis aus. Das ist er gar nicht. Er ist eher so grau, silbern, mit einem grünen Einschlag aber schon drin. Ne? Ich finde ihn zwar sehr, sehr hübsch, also der changiert auch so richtig schön. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den tragen kann. Also keine Ahnung, wird ein Experiment werden und ja, an und für sich ist das so eine Farbe, zu der ich jetzt persönlich nicht unbedingt greifen würde, aber ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, dass nochmal von Benecos ein Lidschatten drin ist, wobei ich sagen muss, dass mit dem nächsten Produkt das Ganze natürlich schon so einen Wiederholungscharakter hat. Und zwar war hier wieder der Spike Active Deo Roll On drin. Den habe ich noch derzeit im Gebrauch und ich habe den ja schon wirklich ein halbes Jahr oder sowas in Gebrauch und ich habe vielleicht bis hierhin aufgebraucht, weil ich den auch nicht jeden Tag benutze, beziehungsweise ich benutze Deo nicht jeden Tag, sondern nur nach dem Duschen und wenn es mir einfällt oder wenn ich weiß, also ich mache Sport oder es ist sehr, sehr heiß draußen, dann benutze ich mal ein Deo, weil an und für sich habe ich eine ziemlich niedrige Schweißproduktion, gerade unter den Armen, also an den Achseln. Ich rieche so gut wie nie unter den Armen und ich gehöre wirklich zu den wenigen, die da Glück haben. Aber ich brauche eigentlich kein Deo. Und ja, deswegen ist das halt so eine Sache. Ich habe mindestens noch zwei, drei Deos im Vorrat, finde es aber in Ordnung. Also ich persönlich mag ja diese Kräuterdüfte, habe aber auch persönlich keinen starken Schweißgeruch oder sowas. Deswegen kann ich auch nicht beurteilen, wie das dann mit viel Schweiß riecht. Also bei mir riecht das immer nach den Kräutern und das mag ich. Aber wer das nicht mag, für den ist das halt nichts. Aber ich finde es halt doof, weil ich das Produkt erst in 3 Jahren oder sowas benutzen kann. 50 Milliliter sind hier drin, der kostet 6,29 €. Wie gesagt, leider schon das dritte Bo Produkt, sage ich mal, von einer Firma, die man schon mal drin hatte, wo man fast das gleiche Produkt hatte. Allerdings muss ich sagen, bei dem hier freue ich mich sehr. Das Deo ist ohne Aluminiumsalze. Das ist wenigstens was, was ich sage, ist ja natürlich auch gut und ist auch bei einer Naturkosmetikbox eine gute Sache. Dann war hier noch drin von, ich habe jetzt nochmal nachgucken müssen, weil ich den Namen nicht gefunden habe. Organicum heißen die anscheinend. Das Shampoo für normales bis trockenes Haar. Und da sind drei so kleine Sachet oder Sachet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist mir ehrlich gesagt auch wurscht, weil ich kein Französisch in der Schule hatte. Ja, ist auf jeden Fall ein veganes Shampoo, das heißt auch nicht an Tieren getestet und so weiter und so fort. Finde ich immer cool. Was ich persönlich nicht so mag, sind eben dann solche Sachets, wobei ich die auch immer benutze. Also es ist nicht so, dass ich sowas wegschmeiße. Ich zeige euch mal hier die Verpackung gerade. Kann man leider nicht so gut alles lesen.
Da sieht man auch, was da nicht drin ist und was drin ist. Und ich persönlich mag ja wirklich die Lavera-Shampoos. Das stört mich aber nicht, die mal zu benutzen, aber ich weiß nicht, wie ich mit Ammonium-Lauryl-Ethersulfate umgehen soll, die hier drin sind. Es sind drei so Päckchen, werde sie auf jeden Fall aufbrauchen, werde sie auf jeden Fall benutzen und finde es auf jeden Fall auch nicht verkehrt, denn für die Reisetasche, wenn man so über ein Wochenende weg ist, reichen auch mal solche Dinge. Aber ist halt für mich kein so richtiges Produkt in der Box. Ist eher so eine Beigabe. Die würden aber trotzdem 1,50 € kosten. Ja, geht so. Dann das Produkt, worüber ich mich am meisten gefreut habe und gleichzeitig so ein bisschen mir dachte, ich habe eh schon so viel davon, ist von Cartier Paris. Da war auch schon mal ein Duschzeug drin. Ich weiß aber gar nicht, ob das ein Gel war oder das war, glaube ich, mit Erde. Das habe ich noch nicht im Gebrauch gehabt. Ist dieses, ich werde das da oben nicht durch, also vorlesen, weil das Französisch ist, verwöhne Körperlotion. Genau, mit weißem Lotus. Und das sagt auch Ökotest sehr gut und zwar noch im Januar 2014. Also es ist relativ neu bewertet worden, finde ich cool. 200 Milliliter sind hier drin und die würden kosten 14,95 €. Und das ist wirklich auch so das Produkt, was für mich die Box diesmal rausreißt, weil ich sie ehrlich gesagt nicht so gut finde, weil ich die Produkte an und für sich nicht unbedingt bräuchte und auch schon teilweise kenne und so. Naja, aber die finde ich wirklich total gut. Hat mich sehr, sehr angesprochen, weil es irgendwie auch so hübsch aussieht. Ich zeige euch nochmal die Verpackung. Da ist ja auch so eine Feder drauf und ich mag so schlichtes Design unheimlich gerne. Ich hoffe, dass man es halbwegs lesen kann. Auch hier unten. Ja, und zum Geruch, ich habe die ja schon mal anschnuppern müssen. Riecht so, so lecker. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein richtiger, so halb Baby. Geruch, aber es riecht auch ein bisschen wie die BB Labellos oder Labello der Classic. Dieses Vanille ein bisschen und Pflege. Also es riecht total angenehm und die ist auch relativ gut pflegend. Also ich habe schon so ein bisschen auf der Haut mal ausprobiert. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich richtig, richtig gut finde. Und bei einer schönen Bodylotion zahle ich auch mal, sagen wir mal, 10 €. 15 € würde ich jetzt nicht unbedingt zahlen, aber 10 €. Dazu dann eben das hier und das hier. Und ich sag mal auch das Deo, das habe ich ja in Gebrauch und finde es soweit eigentlich auch gut. Allerdings hätte ich es mir erst in 2, 3 Jahren gekauft. Ne? Also an und für sich finde ich die Produkte okay. Das Schönste ist eben das hier und die Maske. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es nicht so schön, wenn dann nochmal das gleiche Produkt reingeschmissen wird. Auf der anderen Seite kommen natürlich auch neue Leute dazu. Einige kündigen ihre Box und dann gucken die natürlich, wie viel haben wir alte Leute, die wirklich dieses Produkt vielleicht drin hatten. Vielleicht gucken sie auch nicht, weiß ich nicht. Aber es ist halt schon so ein bisschen blöd, wenn gerade ja dann wieder dieser Eyeshadow, zwar in einer anderen Farbe drin ist, aber auch wieder Benico ist wieder das hier. Und diese Kombination ist halt diesmal unglücklich gewählt, ist meine Meinung. Aber für 15 € sind es trotzdem noch gute Produkte. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, weil das riecht einfach so total lecker. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich auch bei einigen gesehen habe, dass die nicht ganz so zufrieden war oder ähnlich wie ich eingestimmt waren, so. Ja, das hier ist zum Beispiel cool, aber das andere kenne ich schon, habe ich noch, fand ich vielleicht auch nicht so gut. Ja, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr hier dran gerochen habt, sagt mir gerne mal, wie ihr findet, wie das riecht. Und das war's dann von mir. Wir sehen uns. Ciao.